Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Folge World of Warcraft. Wir haben hier gestoppt beim letzten Mal beim Athaniel. Den quatschen wir jetzt nochmal an. Wir haben nämlich Arcanimus oder wie auch immer platt gemacht. Ihr habt meinen tiefsten Dank, Runkelrübe. Falls nicht schon geschehen, solltet ihr eure Vorgesetzten über die Gefahr informieren, die der blaue Drachenschwarm entfesselt hat, indem sie den Leilinienanker unter den Gärten zerstören. Drohen sie, uns alle zu vernichten. Wir kriegen neue Hände, wir kriegen einen neuen Ring. Und der Ring ist natürlich cool, ne? 6 Intelli, 3 Ausdauer. Den würde ich ganz gerne nehmen und für das schimmernde Band dann eintauschen. So. Und das schimmernde Band entzaubern wir mal. Perfekt, jetzt können wir nämlich dann zurück. Ja, können wir zurückfliegen und dann mal da hinten den ganzen Kappes abgeben. Wir haben ja jetzt alles fein und brav und überhaupt erledigt. Und ich stu noch mal eben einen Kaffee trinken. Boah, ich stehe schon Kopf, ey. Ich habe schon drei Flaschen Kaffee, wollte ich gerade sagen. 3 Tassen Kaffee getrunken. Genau, jetzt gehen wir mal zur Erzmagierin. Leichenfleddern. Ihr seid zurück. Was habt ihr entdeckt? Also einiges. Merkwürdig. Sie streben ein Abkommen mit den Astraleum an? Die Astralen könnten sich für Maligos und seinen Wahnsinn als machtvolle Verbündete erweisen. Das darf nicht geschehen. Verhindert das Abkommen. Wir müssen 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, Magier. Und ihr seid der Schläger. Super. In dem Fall sind unsere 2 Fliegen Windhändler Mufa und Goramosch. Sie sollten sich irgendwo in der westlichen Hälfte der Mondruhgärten aufhalten. Höchstwahrscheinlich befinden sie sich in dem größeren 2-stöckigen Gebäude am Rande der Grube. Ja, die haben wir ja schon gesehen. Segne euch. Abstimmung auf Dalaran. Nun gut, wenn ihr bereit seid, dann bin ich es auch. Seid vorsichtig. Ha, da haben wir Dalaran als neues Portälchen. Perfekt. Seid gegrüßt. Wir haben für die Kreaturen dieses Landes getan, was möglich war. Jetzt müssen wir direkte Schritte gegen jene unternehmen, die das alles verursacht haben. So. Ups. Die Kultisten der Anubar sind indirekt für die Verseuchung der Tiere hier verantwortlich und wir müssen dem ein Ende setzen. Die Dämpfe, die aus den Anzügen der Kultisten quellen, durchsickern alles, dem sie sich nähern, vergiften und verderben ihre Umgebung. Ihr müsst nach Eisnebel im Norden gehen und sie töten. Bringt mir all die Anzüge, die euren Angriff unbeschadet überstehen, und ich werde mich darum kümmern, dass diese fachgerecht entsorgt werden. Elun Erleuchtung. Das machen wir, und die bringt uns ja immer noch da hinten hin, ne? Wir müssen dahin und wir müssen noch mal kurz zurück. Halt, aber bevor wir das tun, kann ich hier noch mal eben ein bisschen was verkaufen. Kann ich zu Diensten sein? Und zwar den ganzen Schnodder hier, den ich in der Tasche habe. Schreiben der Allianz brauche ich noch. Was hat der? Irgendein Rezept, was ich gebrauchen kann. Nehmt den Weg, hallo? Den nur wenige. Achso, das ist Stallmeisterin. Del Nadris. Mhm. Ich halt andere Richtung. Genau, die 2 nochmal eben killen. Die haben wir ja vorhin schon einmal platt gemacht. Die sind hier. Genau, in dem Gebäude. Ich fliege mal direkt von hier aus rein. Dann können wir schon mal den Goramosch, oder wie hieß er noch? Ja, oh, der ist schon tot. Dann machen wir ihn hier eben. Damit er uns nicht im Weg ist. Boah, sieht der hässlich aus, ey. Das ist schon besser, dass du stirbst. So hässlich, wie du bist. So, da ist er. Und da war er, besser gesagt. Blöb. Haben wir noch eine Quest gekriegt?
Ihr seid euch sicher, als ihr das seltsame Gerät aufhebt, dass es von magischer Natur ist. Leider scheint es keinen erkennbaren Nutzen aufzuweisen. Womöglich weiß die Erzmagierin in Sternruhe östlich der Mondruhgärten mehr darüber. Ja, und den einen Trollo hier noch, ne? Der ist ja hier draußen. Nein. Shit. Jetzt hänge ich hier fest, ey. Ach, Alter, kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Kommst du mal bitte hier runter. Shit. Kann ich fliegen? Ja, kann ich. Ihr seid im Kampf. Oh, Leute, das darf doch jetzt nicht wahr sein, ne? Ja, mein Wasserelementar ist tot. Kommen die zwei jetzt hier nochmal runter? Ja, da kommen sie. Ja, das ist ja auf jeden Fall schön, dass ihr nochmal zu mir kommt. Und schnell was essen. Der eine hat er den jetzt platt gemacht? Muss mal eben gucken. Naja, Windläufer ist immer noch nicht tot. Sack. Jetzt muss ich da nochmal eben hinfliegen. Ich komme ja hier wieder hoch, ne? Warte mal, hier bin ich runtergesaust. Ja doch. Hat er ihn, hahaha, hat mein schöner, hat er ihn doch platt gemacht, sehr gut. So, dann bringen wir den Schnodder nochmal weg. Und dann können wir nämlich die eine Quest dann annehmen. Ja, auf direktem Wege nach Sternruhe ist anders, ne? So. Boink. Da sind wir. Braucht ihr etwas? Habt ihr ein Abkommen zwischen dem blauen Drachenschwamm und dem Astralium verhindern können? Jawohl. Goramoschs Bemerkung, dass es bereits zu einer Absprache gekommen sei, bereitet mir Sorgen. Dennoch müssen wir uns erst einmal um zwei Würmer weniger Gedanken machen. Widmen wir uns also wichtigeren Angelegenheiten. Wir kriegen einen neuen Kopf. Allerdings ist der nicht so gut. Ja, der hat aber 146, wa? Aber unser hat Tempo. Ausdauer, Willenskraft. Kritischen Trefferwert und Tempo. Also, ne, den entzaubere ich. So. Und was haben wir noch? Was habt ihr denn da? Runkelrübe, wenn ich mich nicht täusche, habt ihr den Schlüssel entdeckt, mit dessen Hilfe wir die Absichten der Magierjäger genau erkennen können. Projektionen und Pläne. Das hier ist ein Teleportationsgerät. Müsste ich raten, würde ich meinen, dass es einen der Sognadelplattformen über den Mondruhgärten gen Westen teleportiert. Ich möchte, dass ihr es benutzt, um herauszufinden, was sich dort oben befindet. Es scheint, als könne man sich mit dem Gerät auch wieder zurückbefördern, also müsst ihr nicht herunterspringen. Meinen Erwartungen nach wird sich ganz oben auf der Sognadel eine Art Apparat befinden, den es zu untersuchen gilt. Ihr solltet den Teleporter benutzen können, solange ihr euch in den Gärten aufhaltet. Okay. Dann müssen wir dahin. Und ja.
Ah ja, genau, das andere müssen wir da noch machen. Okay, ich werde mich mal gerade dorthin teleportieren. Gar nicht, muss ja erst in die Gärten. Dann fliegen wir mal wieder dahin zurück. Mitten durch die Bäume durch. Ist ja überhaupt kein Thema für einen Magier, ne? Können wir uns überall durchquetschen. So. Super, jetzt mal hoch da. Und hier mal eben kurz aufräumen. Mal eben kurz aufräumen. Okay, das Objekt auf der Sognadel haben wir bereits untersucht. Sehr schön. Dann können wir ja wieder. Können wir dann wieder? Können wir wieder runter. Und dann können wir auch wieder zurück. Wo hänge ich denn jetzt fest? Hilfe. So, dann können wir wieder auf direktem Wege diesmal aber zurück. Obwohl, ich kann eigentlich auch mal eben kurz hier rüber fliegen. Wir haben ja noch 9 Minuten. Wir müssen hier ja auch noch was machen, ne? Fällt mir mal gerade so auf. Lass uns da mal eben gucken, was wir hier machen müssen. Eisnebel. Kultisten töten. Dann machen wir das doch mal. Wenn wir schon mal hier sind. Frieren wir die mal fest. Und tschüss. Und wieder eine Quest. Alter, was ist denn hier los? Eine Inschrift auf der Rückseite der Ehrengabe gibt kund. Gewidmet meinem Lieblingsschüler. Solltest du weiterhin derart vielversprechende Talente zeigen, werde ich dich Wunder lehren, die deine kühnsten Träume übersteigen. Solltest du nicht, werde ich deine Entsorgung in Auftrag geben. Mit den besten Wünschen, Hochkultist Zangus. Geil. Das nenne ich mal unter Druck setzen, ne? Zack. Der ist hinüber. Ach, das macht so Spaß mit meinem Eis, ne? Ja, richtig geil, ey. Der haut so richtig schön rein. Komm, machen wir den Kultisten auch noch. Bams. Also ganz klar komme ich mit dem Eis wesentlich besser oder mit dem Frost wesentlich besser klar als mit dem Arkan. Obwohl der Arkan natürlich auch cool ist. Ach, wir kriegen ja nicht von jedem so einen Anzug, oder was? Das ist ja doof. Das ist ja jetzt doof. Aber da drin sind ja wahrscheinlich auch noch mehr Kultisten, ne? Jetzt falle ich hier bloß nicht runter. So, hier haben wir noch eine. Ist denn da hinten ein Kultist wiedergekommen? Nee, aber hier wahrscheinlich, ne? Ja, genau, hier haben wir einen. Dann machen wir mal direkt hier weiter. Da oben kommt auch schon einer an von links. So, dann du. Na, komm her. Kommt der Sack hier auch noch an? Ja.
Ja. Jetzt brauche ich nur noch einen, ne? Komm mal her. Hier habe ich ja direkt drei Kultisten. Das ist auch nicht schlecht. Ja, Baby. Oh, da hat es sich wohl zerrissen, wa? Fliegen wir mal direkt weiter. Und dann gehen wir... Ach, da müssen wir dann wahrscheinlich gleich sowieso nochmal hin. Soweit ich mich da erinnern kann. Ich bin mir nicht sicher. So. Mal eben ab in Landeanflug. So. Das Licht sei mit euch. Was ihr beschreibt, was ihr beschreibt, hört sich wie eine Projektion des Arcanomicons an. Ah. Kurz kommt die Sorge der Erzmagierin zum Vorschein, doch dann gewinnt ihre unerschütterliche Fassung wieder die Oberhand. Das Arcanomicon ist eine Karte all der Stellen auf der Welt, an denen sich die magischen Leitlinien überkreuzen. Mit seiner Hilfe hat der blaue Drachenschwarm die Anker der Leitlinien entdeckt und zerstört, um die magische Energie wieder zurück zum Nexus zu leiten. Nun stellt sich die Frage, weshalb sich der Zerstörungspfad nach Osten zieht, wenn er sich doch nach Westen ziehen sollte. Der Fokus am Strand. Die Streitkräfte der Magierjäger operieren am Glimmerstrand südlich der Mondrogärten. Ich vermute, ihr werdet dort einen schwer bewachten Fokus samt zuständigem Hauptmann vorfinden. Es besteht kein Zweifel, dass der Hauptmann der Truppe so etwas wie eine Steuerung für das Gerät bei sich trägt. Beschafft euch diese Steuerung und wendet sie auf den Fokus an. Mit etwas Glück können wir ein wenig mehr darüber erfahren, wie sie dort draußen wirklich, was sie dort draußen wirklich vorhaben. Eure Reisen sicher sein. Okay. Friede sei mit euch. Tötet die Kultisten. Diese Kultisten sind eine Art, eine der Geißeln der Schöpfung. Gut gemacht. Ich werde diese widerwärtigen Kleider im Mondbrunnen waschen und sie mit der Macht der Mondgöttin vernichten. Mögen euch die Sterne leiten. Etwas Verderbtes ist nah, ich spüre es. Ihr tragt dieses Unheil mit euch. Was ist es, Runkelrübe? So, der Anführer der Kultisten hat sich also selbst entlarvt. Wir haben einen Namen. Eitelkeit und Stolz werden sein Untergang sein. Was haben wir denn noch? Der Hochkultist. Ich habe bereits den Zangus geträumt, doch ohne den Kontext, den ihr mir hier liefert, wüsste ich nicht, was es zu bedeuten hat. Ihr habt Klarheit in die Vision gebracht, mit der mich die Göttin segnete, und ich weiß nun, dass wir ihn im Norden, in der Grube von Nayun, finden werden. Ihr kennt unser Ziel, Runkelrübe. Wenn wir dem Leiden des Landes ein Ende setzen wollen, muss der Hochkultist sterben. Die Göttin schütze euch. Jo. Eben was verkaufen. Ich hoffe, ihr findet etwas Nützliches. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Den Brief brauche ich noch. Erinnert euch an die Vergangenheit. Den Brief brauche ich noch und hier, ne? Eigentlich müsste ich noch mal da hinten runter. Hochkultist Zangus getötet. Ja, komm mal, ich mach mal eben den noch. Der ist doch hier vorne, ne? Ich würde sagen, der ist doch hier um die Ecke, ne? Oder? Hochkultist Zangus. Ist der hier um die Ecke oder wo ist der? Ist der oben? Ist der unten? Hahaha, der ist hier unten drin. Jo, der ist hier unten drin. Muss ich noch die Knaller hier machen. Ich kann da hier reinfliegen, ne?
Ist der nicht hier? Doch, der ist hier unten. Da ist er. Da ist er. Den nehmen wir uns mal direkt zur Brust hier. Bis er bei uns ist, ist der tot. Mit seinem popeligen Schattenblitz da, ey. Kannst ja nix. So. Dann können wir hier nämlich auch direkt wieder abhauen. Und eine Azion Nerup, dann können wir nämlich auch, ich glaube, wir müssen hier sowieso noch rein und wir kriegen auch Quests fürs Dungeon. Wenn mich nicht alles täuscht. Wir könnten nur draußen fliegen. Muss ich hier wieder hoch? Eben nach vorne blinzeln. Na, dann können wir zumindest die noch abgeben, bevor wir dann in die neue Folge starten. Und dann mal dahin fliegen, wo wir jetzt eigentlich schon seit 500 Folgen hin wollten. Die Göttin segne euch. Nun, da der Hochkultist vernichtet ist, kann der Rest seiner Streitkräfte von diesem Landstrich gefegt werden und die Tiere werden sich erholen. Ah, wir kriegen eine neue Hose, die allerdings scheiße ist. Obwohl... Die gibt uns mehr Intelligenz und mehr... Nee. Aber ich entzauber die mal. Geht in Frieden. Wo ist die Box? So, und jetzt werde ich eine Pause machen und dann in der Pause, beziehungsweise nach der Pause, sehen wir uns wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin alles Gute. Ciao.